Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche, die doch recht von turbulenten Umständen geprägt war. Ja, ich möchte eigentlich Corona gar nicht zu so einem großen Thema machen, aber es betrifft uns ja gefühlt doch irgendwie alle und ich fände es irgendwie komisch, ja, so zu tun, als wäre alles in Ordnung, denn das ist es nicht. Auch für mich nicht und ja, ich finde 2020 kann dann jetzt auch eigentlich irgendwie mal weg. Also das ist wirklich ein Jahr, was mich sehr, sehr viel Kraft kostet und auch ja, jetzt mit Corona. Ja, in der Bücherwoche gingen ja dann schon die verschärften Ausgangsbeschränkungen los. In Bayern ging das ja dann am Freitag, glaube ich, schon los, während Deutschland dann ja am Sonntag nachgezogen hat und ja, soweit, das kann ich sagen, geht es in der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis wirklich allen gut. Es gibt da noch keine Corona-Fälle, wofür ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Aber was man natürlich so von anderen Ländern hört oder natürlich auch sogar mittlerweile von Deutschland, was die Zahlen betrifft, ist das schon, ja, also es ist schon irgendwie, man hat das Gefühl, man... Sehr viel Mann jetzt, ne? Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so erst vielleicht noch der Anfang von dem Thema ist und auch so nur die Spitze des Eisbergs. Und ich glaube, dass es tatsächlich schon hilft, dass Schulen geschlossen haben, dass man jetzt nur noch beschränkt nach draußen geht, dass man soziale Kontakte irgendwie vermeidet. Und ich gehöre hier noch zu den Glücklichen, die im Homeoffice arbeiten können, die also nicht nach draußen müssen. Ich kann, ja, im Grunde 99% meiner Arbeit kann ich wirklich von zu Hause machen und das geht auch alles relativ gut. Es ist manchmal eine Spur langsamer, als wäre man im Büro vor Ort, aber ich glaube, dass wenn das einzige Problem bleibt, dann ist alles in Ordnung. Da bin ich wirklich sehr dankbar, dass das so funktioniert, dass das möglich ist, dass ich nicht raus muss, dass ich tatsächlich auch nicht mit so vielen Menschen in Kontakt treten muss. Aber... Ich hatte gerade dann Ende der Woche, so nach 3-4 Tagen Homeoffice, hatte ich wirklich meinen extremen Tiefpunkt und kam dann wirklich morgens so aus der Dusche raus und dachte, puh, und das ist es jetzt für die nächsten 3, 4, 5 Wochen. Stehst auf und ja, setzt dich im Grunde an deinen Schreibtisch und abends gehst du davon weg und mehr ist nicht. Also es ist nicht so richtig meins. Also ich bin ein sehr geselliger Mensch, ich bin auch ein sehr körperlicher Mensch. Also ich mag es, wenn sich Freunde in den Arm nehmen oder wenn man sich beim Shoppen oder Bummeln unterhakt oder einfach mal irgendwie, ne, das mag ich sehr gerne. Ich mag es in der Arbeit, im Büro, ja, lieben Kollegen, die auch zum Teil eben auch einfach Freunde sind. Wenn man sich über den Weg läuft, einen kurzen Plausch hält, einen Kaffee zusammen trinkt oder eine Mittagspause, eine Runde laufen geht, das fehlt mir wirklich sehr. Und ja, man kann das gut mit Telefongesprächen, WhatsApp-Audio, Skype anrufen, man kann das gut ausgleichen, aber es fühlt sich trotzdem sehr anders an und ich merke, dass mir so ein Kraftfeld tatsächlich fehlt, nämlich dieses Menschliche in dieser Hinsicht, das fehlt mir. Also ich fühle mich da schon irgendwie ausgebrannter und ja, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau, aber mir fehlt da tatsächlich was und ja, ich mag es auch, nach einer Arbeitswoche am Sonntag einfach mal zu Hause zu sein, ein Buch zu lesen, mich in die Badewanne zu legen, eine Runde allein spazieren zu gehen. Ja, das mag ich auch, aber da geht natürlich auch eine Woche vor, wo man eben viele Kontakte und Impulse hatte. Und auch nach 3 Tagen Büchermesse brauche ich mal 2, 3 Tage eigentlich keinen Menschen sehen. Aber da hat man natürlich eigentlich sonst so einen Overflow und ja, es ist nicht einfach, aber ich bin mir durchaus bewusst, in was für einer ja, luxuriösen Lage ich bin, dass ich Homeoffice nutzen kann, dass ich wirklich nur zum Einkaufen raus muss, dass ich meine enge Familie, meine Eltern im Haus habe, das heißt zumindest diese Gesichter des Öfteren am Tag sehe und dass eben auch ja, all diese Social Media, WhatsApp ganz vorne dran, es definitiv möglich machen, dass man im Austausch ist. Aber es geht nicht spurlos vorbei, das muss ich echt sagen. Ich habe das auch in der Woche gemerkt.
gerade auch so beim Lesen, dass man manchmal doch wieder irgendwo anders hinschweift und ich dann ja auch wirklich wieder ein bisschen Serie gesuchtet habe und ein bisschen Filme angeschaut habe und ja, man ist ja jetzt doch sehr viel zu Hause, aber ja, hoffen wir einfach, dass das so schnell wie möglich, ohne es absehen zu können, vorbei ist. Es gibt allerdings 2 bzw. 3 Geschöpfe in meinem Umkreis, die das toll finden, dass ich den ganzen Tag zu Hause bin. Das sind definitiv meine Katzen. Also gerade meine 2 Mädels genießen es, glaube ich, tatsächlich sehr, dass ich da bin. Die kuscheln sich halt dann auch einfach auf dem Schreibtisch an einen, auf einen, über einen, liegen auf wichtige Papieren und Ähnlichem. Also die genießen das, glaube ich, schon, dass ich hier so eine Tag, also im Grunde ja 24 Stunden Aufmerksamkeit bekommen. Mal sehen, wie ihnen das dann irgendwann fehlen wird, wenn man dann wieder umswitcht. Vielleicht muss man das auch so stundenweise dann machen. Dann geht man nur 4 Stunden ins Büro, die Woche drauf irgendwie 5 und ja, aber gut. Solange wir alle gesund sind und lachen können, bleiben wir einfach zu Hause und das ist natürlich auch der Aufruf an alle. Wir bleiben zu Hause, wir schauen YouTube. Und wir machen YouTube, zumindest was die Booktuber angeht. Und es könnte einfach ja, für mich tatsächlich viel, viel, viel schlimmer sein. Und das Wichtigste ist einfach gesund sein, gesund bleiben und dass auch das Umfeld das einfach bleibt. Und ja, jetzt fangen wir aber, denke ich, einfach mit den etwas schöneren Themen an und blenden das Thema jetzt so ein bisschen aus. Wird nicht gelingen. Ich glaube, man merkt es meiner Stimmung einfach an. Ich kann das auch nicht aus- oder gute Stimmung anschalten. Aber wenn man über Bücher spricht, dann... ja, dann kann man eigentlich nur strahlen und wenn man hier so einen Schnurrnasen neben sich hatte, dann wird es noch besser. Ja, in dieser Woche habe ich 3 Bücher gelesen. Begonnen hat die Woche mit Die Chroniken von Alice von Christina Henry. Das habe ich zusammen mit der lieben Becky gelesen. Dann habe ich von John Katz Simon und ich gelesen. Das ist ja die Geschichte um den kleinen Esel, den wir hier auch auf dem Cover sehen. Und gehört habe ich in der Woche Aufgetaut von David Safir. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox. Ich habe da immer alle Links drin, Infos drin. Ihr findet auch den Kanal von der lieben Becky natürlich unten beigefügt. Und schaut da dann auch einfach gerne mal mit vorbei. Wir starten wie immer chronologisch und zwar mit Die Chroniken von Alice von Christina Henry. Ja, zusammen mit der lieben Becky haben wir vor einiger Zeit schon festgelegt, dass wir dieses Buch unbedingt miteinander lesen wollen und das haben wir dann auch in der Woche getan. Es ist ein sehr gehyptes Buch im englischsprachigen Booktube-Bereich und jetzt ist es eben auch endlich in Deutsch erschienen, so rum. Und ich hatte auch schon lange mal überlegt, ob ich das vielleicht auch schon in Englisch lese, aber wie es dann irgendwie doch manchmal so ist, es gibt genügend spannende deutsche Bücher, sodass man nicht zum Englischen greift. Und so war ich sehr, sehr erfreut, ja, dass ich das E-Book als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen habe. Denn ich muss schon sagen, für ein Jugendbuch oder ein jungen Erwachsenenbuch ist, finde ich, 18 Euro doch schon wieder ganz schön heftig. Das englische E-Book für alle, die gerne Englisch lesen, das läge bei 5,60 € oder 5,99 €. Also wer Englisch gerne liest und auch E-Books gerne hat, der sollte hier dann vielleicht tatsächlich das Schnäppchen nutzen. Ja, wir treffen in dieser Geschichte auf Alice und die lernen wir in der Irrenanstalt kennen. In der lebt sie seit ungefähr 10 Jahren. Ohne so richtig zu wissen, warum. Denn sie weiß noch so ein bisschen aus ihrem Leben davor. Und dann war sie für, ich glaube, 1 oder 2 Wochen verschwunden und ist blutend und verletzt im Grunde gefunden worden. Und erzählte was von weißen Kaninchen und allerhand anderen Dingen. Und seitdem ist sie eben in dieser Irrenanstalt. Jetzt muss man sich diese Irrenanstalt aber nicht so vorstellen, wie das vielleicht heute ist. Man bekommt schon so ein bisschen das Gefühl, dass das dort doch irgendwie schon 100 Jahre vielleicht her ist. Man weiß es nicht. In der Nachbarzelle kommuniziert sie dann mit einem jungen Mann, mit Hatcher, der sich als geisteskranker Axtmörder herausstellt. Und mein erster Gedanke war direkt ab mit dem Kopf. Ja, also wer weiß, wer Hatcher dann tatsächlich irgendwie in diesem Universum ist. Sie freundet sich mit ihm irgendwie an und eines Tages gibt es einen Brand im Irrenhaus und Hatcher kann Alice retten und beide fliehen aus der Stadt und landen in der alten Stadt. Und dort treffen wir auch ein bisschen auf die Vergangenheit von Hatcher, erfahren ein bisschen was von ihm, natürlich auch von der Stadt, wie die dort funktioniert, denn es gibt in der alten Stadt eben Banden und so eine Art Frauenhändler, könnte man es wohl nennen. Und
Ja, die Gangbosse haben dann alle direkten Bezug zu Alice im Wunderland. Also wir treffen auf Grinser, auf einen Walross, wir treffen auf Raupe oder auch auf ein Kaninchen. Und ja, die beiden sind so ein bisschen auf der Flucht bzw. auf der Suche, denn der Jabberwock ist hinter den beiden her und sie müssen einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Und ja, manchmal hilft ihnen vielleicht auch Grinser ein bisschen weiter. Eine Geschichte, die so gar nichts mehr mit Alice im Wunderland zu tun hat, außer die Begrifflichkeiten, die Namen, manchen geschichtlichen Hintergrund. Es ist wirklich eine Märchenadaption, die komplett neu interpretiert und uns eine Wahnsinnsgeschichte präsentiert hat. Eine Geschichte, die uns ab dem ersten Leseabschnitt gepackt hat, gefesselt hat, mitgerissen hat, sprachlich absolut gelungen. Es war immer nur ein Wow-Gefühl beim Lesen. Die jeweils 50 bis 60 Seiten am Tag haben sich im Nu weggelesen gefühlt. Man hat so viele Infos bekommen, man hat einen Erzählstil, der rasant ist, es passiert viel und trotzdem ist alles bildhaft erzählt und es hat einfach unfassbaren Spaß gemacht, das zu lesen. Und gerade, dass eben doch so viele Unterschiede zur eigentlichen Alice im Wunderland-Geschichte sind. Also selbst wenn man an die Tim Burton-Verfilmung zum Beispiel denkt, die ja auch schon ein bisschen anders ist, als es die eigentliche Erzählung ist, ist das nochmal was ganz, ganz anders. Es ist tatsächlich eher ein Thriller, der eben so ein bisschen seinen Fantasy-Anteil hat, als es eine Märchenadaption ist. Also wenn man aus Alice Susie gemacht hätte und aus Hatcher Mike, dann wäre das nicht sehr kreativ, aber dann wäre das eine ganz andere Geschichte gewesen. Also es hat wirklich nicht mehr viel mit der Märchenadaption zu tun, mit dem Märchen. Es ist tatsächlich eher ein Thriller, der sehr blutig ist, der sehr brutal ist, der an mancher Stelle mich so ein bisschen an meine Grenzen gebracht hat, was das angeht, aber es ist einfach Hammer erzählt. Es ist super spannend, man will immer weiterlesen. Wir haben dann auch am Ende die beiden letzten Abschnitte zusammen, also in einem gelesen, einfach weil ich es auch vor Spannung gar nicht mehr ausgehalten habe, was jetzt noch am Ende kommt. Es ist eine Welt, die unfassbar toll kreiert ist, die uns bildhaft erzählt wird, die sehr atmosphärisch aufgebaut ist und wir ja in dieser Art Flucht, Wanderung, um dahin zu kommen, wo wir hin wollen, sehr, sehr viel sehen. Wir erfahren, wie die Welt aufgebaut ist, wie sie funktioniert, wie das mit diesen Banden abläuft. Auch da lernen wir natürlich die Bandenbosse kennen, aber auch ihre Opfer, ihre Mithelfer. Und es sind so viele Charaktere, die so speziell sind, so einmalig sind, dass das echt unglaublichen Spaß gemacht hat, das zu lesen. Es ist wahnsinnig packend und schön erzählt, es ist flüssig erzählt, es ist modern erzählt, hat aber doch irgendwie so ein bisschen diesen altklingenden Touch. Das hat mir wirklich super gut gefallen. Die Spannung ist gefühlt ständig vorhanden. Man will das Buch gar nicht aus Händen legen. Man könnte das, glaube ich, auch gut so in der Nacht wegsuchten, wenn man das möchte. Es packt einen, es reißt einen tief in diese Geschichte hinein und das war einfach großartig. Also ja, ich habe erwartet, dass mir die Geschichte gefällt, dass sie mich begeistert. Aber dass sie mich so flasht, so wegknallt, hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Also unglaublich toll gemacht und auch von der Story her, vom Plot her, von den Wendungen her überraschend und auch einfach mal schon ein bisschen bekannt, aber eben doch auch einfach mal ganz was Neues gewagt. Und das hat mir an die Chroniken von Alice unglaublich gut gefallen. Und ich freue mich jetzt schon auf August. Denn nach Finsternis im Wunderland, wie der erste Teil heißt, erscheint dann auch die Schwarze Königin. Und das ist der zweite Band, der erscheint im August. Und ja, es gibt so einen etwas kleineren Cliffhanger hier jetzt nach dem ersten Teil, aber es ist nicht ganz so fies, wie ich es erwartet hatte. Und es geht dann tatsächlich weiter im Frühjahr 21 mit Peter Pan. Dann kommt ja, die Chroniken der Meerjungfrau im Herbst 21 und dann wird es auch noch Rotkäppchen geben im Frühjahr 22. Habe ich mir direkt schon mal mit aufgeschrieben und notiert, weil ich mir das unbedingt vormerken muss und ich freue mich da echt mega drauf, dass diese Reihe jetzt hier ist. Und ich muss tatsächlich sagen, ich freue mich sehr auch auf Peter Pan, weil das ist ja dann auch, hat ja auch irgendwas mit diesen Lost Boys zu tun. Also man wird Peter Pan dann auch durch ganz andere Augen kennenlernen. Und wer weiß, vielleicht ist dann bei Rotkäppchen irgendwann Rotkäppchen das Böse und tötet den unschuldigen Wolf. Ja, ich mag tatsächlich kein Rotkäppchen, weil mir immer der Wolf so leid tat. Aber
Ja, das ist noch mal eine andere Geschichte. Ja, Hammer, Hammer, Hammer. Also wirklich ein Highlight, das mich total umgenietet hat, weggerissen hat, was mich begeistert hat, geflasht hat. Und ja, ich kann auch schon so viel spoilern und erzählen, dass es Becky tatsächlich ähnlich gegangen ist und wir beide gleichermaßen begeistert waren von diesem Buch. Genug geschwärmt, wobei es geht eigentlich jetzt schwärmerisch weiter, denn auch Simon und ich von John Katz ist ein sehr gelungenes Buch. Ich habe das Buch, ich glaube, über die Flow entdeckt, wenn es nicht die Happiness war, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ja, bin ja ein großer Tierfan, mag Geschichten, so Lebensgeschichten, wo Menschen durch Tiere vielleicht eine Spur besser, anders werden, sich ein bisschen verändern. Und ich fand die Idee hier mit dem kleinen Esel Simon tatsächlich richtig interessant und war neugierig. Und hier hat mich auch mega gefreut, dass mir der Verlag das Buch zur Verfügung gestellt hat und ja, ich es so jetzt auch in meiner Sammlung habe. Ja, John Katz ist ein Autor und er kam über viele, viele Ecken zu seiner eigenen Farm. Und eines Tages hörte er von einem vergessenen und dadurch ja auch misshandelten Esel, nämlich Simon, und holte ihn im Frühjahr 2011 zu sich auf die Farm, wo er bereits auch andere Esel und Tiere hatte. Und ja, Simon war in einem ganz schlechten Zustand, denn sein vorangegangener Besitzer, ja, der hat ihn einfach in eine Scheune und wollte ihn vergessen. Und ja, Simon hat das im Grunde nur überlebt, weil so ein bisschen Esel ja auch mal stur sind, wie man ihnen so nachsagt. Und eben der Junge, ja, seines Besitzers, ihm immer mal doch ein bisschen Heu über den Zaun geworfen hat. Er war dreckig, verletzt, ja, er war gefühlt, ja, mehr tot als am Leben. Und ja, John Katz hat es sich dann zur Aufgabe gemacht, den kleinen Esel zu pflegen. Und ja, es beginnt dann so mit, dass er ihn aus der Hand gefüttert hat, dass er Spaziergänge mit ihm macht. Und irgendwann liest er ihm vor. Und dann, ja, hat Simon, John Katz tatsächlich ein paar Probleme. Und er erzählt Simon davon. Er erzählt von seinen eigenen Sorgen und Nöten. Und ja, hier öffnet sich dann ein neues Gefühl bei ihm. Und auch das Thema Mitgefühl ändert sich hier für John Katz durch Simon und auch zu anderen Tieren, die zu leiden haben. Und ja, John Katz hat aber die Farm nicht alleine, sondern zusammen mit seiner Frau Maria. Und ja, so erleben beide mit Simon ganz besondere und schöne Momente und eben auch mitfühlende Momente. Und viel mehr gibt es zu der Geschichte eigentlich gar nicht zu erzählen. Es ist tatsächlich die Lebensgeschichte von John Katz, seiner Frau und Simon und eben auch anderen Tieren. Man kann nach John Katz im Grunde auch einfach mal googeln. Zum Beispiel, man findet da einige Bücher von ihm, die sich dann zum Beispiel auch um Hunde drehen oder auch um Katzen. Und ja, ich glaube, hier hinten auch drauf. Ja, kann ich nicht zeigen, weil Foto, Copyright am Ende. Ja, also wir erfahren in der Geschichte auf sehr emotionaler und auch auf andere Art packender Weise, ja, diese Geschichte von John Katz. Wie er zu dieser Farm kam, wie er zum Autorensein kam, wie er zu den Geschichten kommt, was ihn da so ein bisschen umhertreibt, wie das mit seiner Familie ist, mit seiner Frau ist. Ja, warum es eine Farm wurde, welche Tiere bei ihm leben und eben auch dieses ganz besondere Mitgefühl, diese Verbundenheit zu diesem kleinen geschundenen Esel, der also wirklich in einer ganz schlimmen Situation war. Und es bricht einem anfangs fast das ja, Tierherz, wenn man das liest. Und ja, ich da wirklich auch ein bisschen mitgenommen werde, mich das emotional auch sehr trifft. Und ich dann letzte Woche schon dachte, dass jetzt so die perfekte Lektüre gerade in der Situation war. Aber es hält sich tatsächlich durch dieses Mitgefühl und dieses positive Denken, hält sich die eigene Stimmung auf. Der Erzählstil nimmt einen sehr gefangen. Und man ist eben wirklich durch dieses emotionale Band, was man dann aufbaut, man ist da wirklich mit dabei. Mitgefühl ist wichtig und das ja, zeigt uns John zusammen mit seiner Frau auf sehr klarer Weise. Es wird sehr bildhaft beschrieben und auch die Emotionen werden sehr, ja, tiefgründig tatsächlich erzählt, sodass man da wirklich einfach versteht, was in den Menschen vorgeht. Und was mir sehr ans Herz gegangen ist, war die Liebe von John Katz zu weiteren Tieren, aber eben auch einfach zu Simon. Und auch wie er diese Liebe, dieses Mitgefühl
ja, im Grunde auch noch in seine Geschichten einbringen, die er danach geschrieben hat. Und ach, es war einfach herzerwärmend, es war emotional, es war gefühlvoll und trotzdem hat es dieses Positive, was man vielleicht gerade auch in einer Zeit wie jetzt einfach braucht. Und es hat mir sehr gut getan, es hat mich emotional wirklich sehr begeistert und ich mag es unglaublich gerne und ich fand es richtig, richtig toll. Man könnte jetzt vielleicht sagen, okay, das Buch war an mancher Stelle ein bisschen, ja, langatmig erzählt, aber für mich kam da keine Langeweile auf und ich fand die Geschichte von Simon und eben auch die Lebensgeschichte von John Katz wirklich sehr, sehr gelungen. Und ja, wenn man dieses kleine Eselgesicht hineinschaut, ja, fragt man sich immer, warum wir Menschen scheinbar manchmal das Mitgefühl irgendwie verloren haben. Aber ja, nicht John Katz und seine Frau. Dann musste aber, oder ja, ging in der Woche über auf jeden Fall schon etwas Lustiges einher, denn nach blutigen Thrillern und emotionalen Büchern, ja, wurde natürlich parallel auch Hörbuch gehört. Und ich habe das neue Buch von David Safir gehört. Das ist aufgetaut. Das ist jetzt auch ganz frisch. Ich glaube tatsächlich auch erst im März erschienen. Ich kenne einige Bücher von David Safir und ich glaube, ein oder zwei Bücher stehen hier sogar im Regal als Highlights. Besonders gelungen finde ich nach wie vor Mieses Karma. Auch der zweite Teil dazu war richtig toll und ich mochte auch besonders Shakespeare in Love. Das fand ich auch großartig. Und ja, wer die Bücher von Safir kennt, der weiß, dass sie sehr oft ja, einen etwas buddhistisch-spirituellen Touch haben, dass es sehr oft irgendwie um eine Art Wiedergeburt geht. Und so ein bisschen ähnlich ist das hier auch bei Aufgetaut. Die Sprecherin ist Nana Spier. Und ja, die hat man direkt innerhalb der ersten 3 Minuten gefühlt wiedererkannt, denn das ist unter anderem die Synchronstimme von Sarah Michelle Gellar und auch von Claire Danes und ich glaube zum Teil auch von Drew Barrymore, je nachdem, zu welcher Zeit ja, die Filme entstanden sind. Für mich aber ganz klar Sarah Michelle Gellar. Ich war ein absoluter Buffy-Fan und kenne dementsprechend die Stimme von Nana Spier und ja, hatte hier mit der Sprecherin wirklich sehr viel Spaß. Hat sehr gut gelesen, hat sich auch auf höherer Geschwindigkeit sehr, sehr gut noch angehört und ja, hier kann ich auf jeden Fall nicht meckern. Ja, wir treffen in der neuen Geschichte von David Safir auf Felix, der auf einer Schifffahrt ist, zusammen mit seiner Tochter Maya und ja, dort so ein bisschen überlegt, was er Neues in die Welt bringen könnte. Er möchte gerne Apps entwickeln, die vielleicht auch Menschen glücklich machen und fröhlich machen und ja, seine Tochter ist so ein bisschen eine Neumalgescheide, das kommt später noch als großer Kritikpunkt. Und ja, er überlegt so ein bisschen darüber nach und er will eben auch einfach das Glück zur Menschheit zurückbringen und will eben ja, glückliche Menschen auf dieser Welt haben, was aber wohl gar nicht so leicht ist, denn er hat manchmal auch das Gefühl, dass die Menschen gerne unglücklich sind, unzufrieden sind und es auch gar nicht gewollt ist, dass der Mensch zufrieden und glücklich ist, weil nach was strebt er denn dann noch? Ja, dann findet die Schiffscrew allerdings einen etwas merkwürdigen Fund, denn es wird eine eingefrorene Frau gefunden, zusammen mit einem kleinen Mammut. Und ja, die Frau wird tatsächlich aufgetaut und es stellt sich heraus, dass das Urga ist, die auch faszinierenderweise dann auch noch die Sprache der Menschen spricht, die so eben da sind, also mehr oder weniger. Und wir erfahren dann eben die Geschichte von vor über 30.000 Jahren, als eben Urga noch lebte und auch sie wollte tatsächlich ihr Glück suchen und nicht einfach nur in der Höhle sitzen, sondern sie wollte eben ihr Glück im Außen finden, indem sie Gleichberechtigung gefordert hat, indem sie mit auf eine Jagd gegangen ist. Und ja, bei einer dieser Mammutjagden ist die Eiszeit dazwischen gekommen und hat sie überrascht. Und wer hätte gedacht, dass sie das mehr oder weniger irgendwie überlebt? Und ja, als sie in der heutigen Zeit aufwacht, ja, weiß ich nicht so richtig, ob sich die Menschheit so verändert hat. Ja, wir haben also diese beiden Erzählstränge, einmal aus unserer heutigen Zeit durch Felix und dann eben auch durch Urga vor über 30.000, ich glaube 33.000 Jahren, als sie uns eben ihr Leben so ein bisschen erzählte. Ich mochte es sehr, dass wir diesen Bezug zu jetzt haben, wie uns jetzt die Welt bekannt ist und wie Felix auch tickt. Darin habe ich mich definitiv auch wiedergefunden und kann verstehen,
ja, wenn er so ein bisschen Zweifel an den Menschen hat. Und ich mochte auch den Switch eben in die extreme Vergangenheit, das ist ja schon gar nicht mehr historisch, und gehen irgendwie über 30.000 zurück, 30.000 Jahre zurück und erleben hier eben eine Welt, die wir uns ja gar nicht vorstellen können. Wir wissen nicht, wie das gelaufen ist. Wir gehen immer nur davon aus, wie diese Menschen lebten. Und Urga bringt uns diese Zeit eben einfach näher, zusammen mit einem kleinen Mammut, was... ach ja, mein kleines persönliches Highlight war. Der Erzählstil ist wie gewohnt von Saphir sehr flüssig, er ist sehr leicht, es geht sehr schnell und es ist mir persönlich fast sogar an mancher Stelle zu schnell, zu hektisch gewesen. Er hat manche Dinge ein bisschen sehr schnell erzählt, da hätte ich mir ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht, denn der fehlt tatsächlich hier diesmal für mich persönlich doch des Öfteren, was man aus anderen Büchern von ihm gewöhnt ist. Und dann habe ich lange überlegt, was irgendwie komisch an diesem Erzählstil ist von David Saphir und dachte mir, irgendwie fehlt so ein bisschen der Witz, es fehlt auch so ein bisschen der direkte Bezug und das war doch irgendwie anders. Und tatsächlich habe ich dann nochmal in Mieses Karma reingelesen und David Saphir hat früher in der Ich-Perspektive erzählt. Also man war bei Mieses Karma, die Journalistin, die gestorben ist und als Ameise wiedergeboren wurde. Und jetzt in Aufgetaut erzählt er eben in der dritten Person. Und ich glaube, dass ihm das so ein bisschen den Witz und auch diese emotionale Bindung, dass die dadurch einfach fehlt. Also man ist sehr distanziert zu den Charakteren, man konnte sich nicht so richtig hineinversetzen, also ich kann mich schlecht in Urga hineinversetzen, die aus ihrer Höhle ausbricht. Also klar, zum Thema Gleichberechtigung, glaube ich, haben wir eine ähnliche Meinung, aber ich weiß jetzt nicht, ich würde jetzt nicht auf eine Jagd gehen, na, also da unterscheiden wir uns schon grundlegend, aber das ist auch nochmal was ganz anderes. Das gelang, fand ich, bei anderen Büchern gelang ihm das besser, Nähe zu schaffen und einen mitzunehmen. Ich fand die Distanz hier tatsächlich ein bisschen auffallend und deswegen bin ich tatsächlich auch so im Grübeln gewesen und dachte, was war denn damals anders? Und natürlich ist die Geschichte auch schon, keine Ahnung, 10 Jahre her, also Mieses Karma. Ja, und da ist das natürlich einfach, musste ich mich einfach selbst mal reinlesen und sehen, was da der Unterschied war. Die Charaktere, fand ich, blieben durch diese Dritte-Person-Erzählung auch ein bisschen blass und manche wurden einem auch eher unsympathisch als sympathischer. Also allein die Tochter von Felix, also die hätte ich ja am liebsten auch einfach mal über Bord geworfen. Das muss ich ganz klar sagen. Und nein, ich neige nicht dazu, gewaltvoll durch die Welt zu laufen. Aber das Mädel, also das wäre meine Tochter. Vielleicht werfe dann auch ich mich einfach vom Bord. Das ist vielleicht die leichtere Variante. Also es sind tatsächlich Charaktere erschaffen worden, die mir manchmal einfach too much waren, die zu drüber waren, die sich auch gar nicht so echt und natürlich angefühlt haben, denen so ein bisschen Tiefgang gefehlt hat. Und das ist tatsächlich auch meine Kritik. Die Idee ist nämlich richtig, richtig toll. Ich mochte die Perspektiven, ich mochte Urga, ich mochte Felix, ich mochte, wie das Zusammenspiel der beiden Zusammenspiel tatsächlich ist. Aber es ist einfach nicht so richtig ausgearbeitet. Wie wenn zu viel Hektik dahinter wäre, wie wenn eine Seitenzahl begrenzt wäre, hat man vielleicht das etwas Emotionalere rausgestrichen, hat man ja die Ich-Perspektive nicht gewollt. Warum? Warum ist man in die dritte Erzählstil gegangen, in die dritte Person? Das sind tatsächlich so Dinge, die mich so ein bisschen gestört haben. Es ist ein tolles Hörbuch, es ist eine tolle Geschichte. Ich finde auch, sie gehört wieder zu den Besseren von David Saphir. Also sie kommt nicht an Mieses Karma oder Shakespeare in Love, aber sie kommt für mich schon an die besseren Saphir-Geschichten. Ich habe ja im letzten Jahr auch irgendwas, diese Hundegeschichte von ihm, glaube ich, sogar abgebrochen. Aber sonst habe ich, glaube ich, alles gelesen von Jesus liebt mich über Happy Family, was ich ganz schrecklich fand. Ich mochte auch Mu nur so bedingt. Und noch irgendwas gab es. Mieses Karma 2 war tatsächlich auch richtig gut für eine Fortsetzung. Also er hat gute Bücher. Und ich würde hier sagen, es ist auch ein okay Buch. Also es ist gut, man kann es hören. Ich glaube, es bietet sich auch an. Aber es kommt für mich nicht an mein Highlight Mieses Karma ran, was ich ja wirklich großartig fand und ja auch schon gelesen und gehört habe und es absolut gefeiert habe. Und ja, das ist es leider nicht so ganz, was ich tatsächlich ein bisschen schade fand. Aber ja, aber es war gut, es hat mir gefallen und hat mich tatsächlich auch einfach immer mal ein bisschen von der Welt abgelenkt. Und das finde ich ja sowieso das Allerwichtigste. Dann habe ich in der Woche ja auch mal noch ein bisschen in meiner Flow gelesen, die habe ich mir besorgt, als sie herauskam und dann irgendwie 2 Wochen verdrängt, glaube ich, dass ich die da hatte. Ich glaube, die nächste Ausgabe kommt doch jetzt auch schon wieder. Ja, am 21.04.
Ja, lese ich immer wieder gerne, ist mein bevorzugtes Mind-Magazin. Fehlt mir, glaube ich, tatsächlich keine Ausgabe. Also ich habe sie nicht mehr alle hier, weil die in meinem Freundeskreis durchaus auch einfach mal wandern. Dann bekommen die Freundin mal drei und die andere Freundin mal zwei. Und ich glaube, es liegt immer so das letzte Jahr hier. Einfach, weil ich dann gerne nochmal durchblätter, mir Artikel rausnehme, die ich spannend fand oder eben auch durchaus mal so ein bisschen was von der schönen Optik. Ich liebe das Magazin, auch wenn es, glaube ich, relativ teuer ist. Ja, 7,50 Euro ist nicht ganz günstig, ist ja fast schon ein Taschenbuch. Ja, muss man tatsächlich so rechnen. Aber ich mag die Impulse, die man da rausbekommt und ja, das macht mir tatsächlich großen Spaß. Aktuell habe ich mir mitgebracht vom Einkaufen ein anderes Magazin. Ist das die Happiness? Ich weiß es gerade nicht. Zeige ich euch, wenn ich die gelesen habe. Aber die hier, Flow, gefällt mir immer wieder super gerne. Dann in dieser Woche geschaut habe ich die letzte finale Staffel von Sherlock. Also ich bin tatsächlich jetzt mit dem Seriensuchten durch. Und Sherlock hat für mich auch nach wie vor diese Wirkung, dass mein Gehirn mit so vielen Dingen aus der Serie beschäftigt ist, dass ich nicht über andere Dinge nachdenke. Und das schafft fast ausschließlich Sherlock. Es gibt noch so zwei, drei andere Tricks, die es gibt, neben Yoga und Meditation natürlich. Aber Sherlock ist für mich wirklich an. 5 Minuten dauert es und dann bin ich so in dieser Welt, so am Mitdenken, am Rätseln, selbst beim vierten Mal schauen, so am ja, Witz einfangen und Dialoge genießen und dass dann mein Gehirn wirklich, also ja, einfach großartig. Ich liebe, liebe, liebe diese Serie. Und ja, wieder schade, dass sie vorbei ist und ja, auch mit dem grandiosesten Bösewicht und ach, ich bin einfach Fan. Dann haben meine Familie und ich uns die Bourne-Trilogie angeschaut, ja, totales Kontrastprogramm. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von Matt Damon und ich habe alle Filme mit Matt Damon gesehen, alle. Von Good Will Hunting über Dogma, über Downsizing, über Der Marsianer, übrigens grandios, über Elysium, über die The Wall, das war auch schrecklich. ja, das war schrecklich. Bis eben hin zur Bourne-Trilogie. Bei mir tatsächlich nur eine Trilogie, weil der vierte Teil ist ja mit Edward Norton. Da spielt Matt Damon überhaupt keine Rolle, also auch die Rolle als Jason Bourne nicht. Und dann gibt es ja noch einen fünften Teil, wo ich auch so denke, ach, eigentlich braucht es den nicht. Ich glaube, das ist der Mann gewesen, der für die wenigsten Wörter in einem Film das meiste Geld bekommen hat, wenn ich mich recht erinnere. Braucht man nicht. Für mich ist es die Trilogie und ich feiere die. Und ich bin nicht unbedingt der größte Actionfilm-Fan, also muss ich nicht haben. Aber ich glaube, was mir nach wie vor immer daran gefällt, ist, dass das ja auch eine Verfilmung einer Buchreihe ist. Ich habe gerade den Autoren vergessen, obwohl ich den ersten Teil gelesen habe. Robert Ludlum. Und der hat ja keine Ahnung, wie viele Geschichten geschrieben. Und, also eine Menge. Und am Ende hat man ja die Reihe auch noch im Namen von Robert Ludlum weitergeschrieben, weil ich glaube, der Autor verstorben ist. Und ich habe das erste Buch abgöttisch geliebt. Und es ist schon ein etwas größerer Unterschied, aber mir gefallen die Filme und auch der Erzählstil von der Geschichte. Der gefällt mir unglaublich gut. Und Matt Damon, ach, ja, also würde ich ihn nicht schon lieben, da wäre es um mich geschehen. Und ich mag diese Reihe. Ich mag das, auch wenn es so im letzten vielleicht mal so ein oder andere Logikloch gibt. Darüber sehe ich hinweg. Ich fand's toll. Und natürlich hält gefühlt keiner all diese Schläge aus und die Autounfälle. Und da denkt man sich, ja, also es ist nicht sehr realistisch, aber es ist ja auch ein Film. Na, wie mir immer bei New Adult gesagt wird, Steffi, es ist halt ein Buch, nimm das nicht zu ernst. So sehe ich das bei Actionfilmen relativ entspannt. Das ist halt auch nur ein Film. Ja. Und dann habe ich tatsächlich auch noch wieder angefangen, ein bisschen bei Gronkh vorbeizuschauen und habe die Let's Plays zu The Witcher 3 weitergeschaut. Ich bin da irgendwie bei Folge 85. Wenn ich mir überlege, dass ich, ja, dass so eine Folge ja sowas zwischen 30, 45 Minuten dauert, wie viel Lebenszeit ich mit einem Let's Play seit einem Jahr verbringe. Noch nicht ganz. Ich glaube, im Sommer habe ich angefangen und eigentlich nie verstanden habe, warum Leute Let's Play schauen und ich jetzt The Witcher 3 schaue und ich liebe es. Ah, ja, so
zum Glück steht der vierte und fünfte Hexerband-Saga, steht die schon hier. Vielleicht ist das dann mal für die nächste Woche, also für euch dann in der übernächsten Woche. Falls wird es Zeit, aber ich schaue das durchaus auch sehr gerne. Und ja, das ist tatsächlich auch für mich was, also es ist im Grunde wie wenn eine Serie läuft. Also genau so schaue ich das an und gucke es tatsächlich auf etwas höherer Geschwindigkeit, weil ich das sonst schon auch sehr... Also ich glaube, selbst spielen wäre sehr ermüdend, aber es macht Spaß zuzuschauen. Ja, wer hätte das gedacht, dass ich das mal sage. Aber gut, so ist das manchmal. Ja, das war es, glaube ich, auch schon zu der Woche. Ich glaube, auch gefühlt lange genug gequasselt. Ja, ich glaube, tatsächlich nichts vergessen. Ich bin jetzt einfach mal so ein bisschen gespannt, wie es euch so geht, was ihr vielleicht gerade lest, was ihr vielleicht auch für Unternehmungen macht, auf eurer Bucketlist habt für die Zeit im Homeoffice, für die Zeit in Social Distancing, nennt man das nicht irgendwie so. Ja, erzählt mir das gerne, wenn ihr wollt. Lasst uns da ein bisschen austauschen, vielleicht auch Tipps, einfach für jeweils die anderen Leser der Kommentare und auch die kommentieren, ein bisschen was finden. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich bin natürlich auch immer neugierig, was ihr gerade lest. Ja, packt das gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich. Alle Infos, wie gesagt, findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt. Würde ich mich auch sehr freuen. Und ja, das war's jetzt zu meiner Bücherwoche. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und bleibt zu Hause. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.